Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. Wie wir in allen Medien inzwischen sehen und hören können, gehen die massiven Raketen- und Drohnenangriffe auf dem gesamten Territorium der Ukraine unvermindert weiter. Im Visier dieser Angriffe ist vor allem die Energieinfrastruktur und laut der heutigen Aussage vom Herrn Zelensky wurden jetzt innerhalb einer Woche ungefähr ein Drittel der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört. Über den strategischen Sinn und Zweck dieser Angriffe aus russischer Sicht habe ich bereits im Video vergangene Woche schon detailliert darüber gesprochen. Ich werde das auch nochmal jetzt hier oder hier nochmal kurz einblenden. Inzwischen ist ja schon mehr als eine Woche vergangen, seitdem Russland intensiv mit diesen Angriffen begonnen hat. Und wie wir jetzt inzwischen sehen, ist da auch erstmal kein Ende abzusehen. Also man kann auf jeden Fall inzwischen noch ganz klar feststellen, dass dies wohl auch keine einmalige Aktion gewesen ist, also keine reine Vergeltungsaktion, kein reiner Vergeltungsschlag für die Attacke auf der Krimbrücke, sondern dass das Ganze nun offensichtlich auch schon ein System hat und zur neuen Taktik Russlands geworden ist. Wahrscheinlich spielt da auch eine nicht unerhebliche Rolle die Ernennung des neuen Generals Viktor Suravikin, der ja hier im Westen jetzt auch schon als General Armageddon bezeichnet wird. Und zu dieser ganzen Sache will ich jetzt auch keine allgemeine irgendwie moralische Bewertung abgeben, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber das Geschrei des Kiewer Regimes und ja, des gesamten Westens eigentlich deutet ganz klar darauf hin, dass Russland mit diesen Attacken auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine scheinbar einen wunden Punkt, eine Achillesferse getroffen hat. Und es sieht momentan auch nicht danach aus, dass jetzt Kiew und vor allem auch die NATO jetzt in absehbarer Zeit ein geeignetes Gegenmittel dafür zur Verfügung haben wird. Somit wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch alles so weitergehen wie jetzt. Ja, mit den entsprechenden unschönen Konsequenzen für das Kiewer Regime und den kollektiven Westen, der ja hinter dem Kiewer Regime steht. Was ich, wie gesagt, auch im Video vergangene Woche auch detailliert beschrieben habe. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.